So, da ich sehr viele Leute gesehen habe in YouTube, die immer noch fragen, weshalb das, die Datei nicht angenommen wird. Erstens, dies ist ein IPS. Ihr müsstet mit Lunar IPS patchen. Hier habe ich sogar schon mal meine Feuerrot rum. Ja, ich habe sie schon mal so benannt nach dem Spiel. Also, a Play IPS Patch. Nach, musst du danach suchen. Hier haben wir ihn. Jetzt verlangt es das Spiel. Nachdem der Pokémon Feuerrot. Ich habe es von Coolroom gedownloadet. Ladet es euch einfach von Coolroom auch runter. Das ist die beste, ja, das Beste, um es dort zu downloaden. Danach auch öffnen und danach sagt es Patching Complete. The file was successfully patched. Nun könnt ihr dies hier schließen. Die Datei könnt ihr von hier aus auch löschen. Aber ich werde sie jetzt mal da lassen. Jetzt werde ich versuchen, die Room zu öffnen. Ups. So, hier haben wir es. Na, geht doch. Ich werde davon sehr wahrscheinlich ein Let's Play machen. Genau wie der eine Typ. Aber ich bin ja, ich spreche ja Deutsch, also wird's, ja, für Leute, die Deutsch sprechen. Oder warte mal. Hä? Ah, jetzt bin ich selbst so dran. Ich zeige euch mal, dass ich die Aufnahme und dann sieht das Ding. Pokémon Liquid Crystal. So, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Ich glaube, ich werde nicht helfen. Nun ja, wir sehen uns gleich. Das hier wird ein Let's Play von Pokémon Liquid Crystal. Bis zum nächsten Mal, Leute.